Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 20.11.2020, damit auch den Verfallstag für den November. Kleiner Verfallstag, nicht ganz so bedeutend und unser DAX hier heute richtig eingepennt. Also, ja, der wird immer kleiner. Ich bin hier schon auf gefühlt 10-facher Zoom-Vergrößerung drauf. Bleibt weiter, ist noch weiter in der Seitwärts. Die Range ist noch nicht verendet. Unten ist nicht ganz so weit gekommen, wie ich erwartet hatte, oben auch nicht. Also eher unter den Erwartungen gewesen. Also ich hätte wirklich gedacht, dass wir unten die 13.000 kratzen. Das hätte ich schon gedacht. Auch wie es sich runter an die 13.60, 13.40 gestellt hat. Das kam so schön. Da hat es so schön Bewegung gehabt. Ich hätte wirklich gedacht, er macht noch eine 13.000 und dann dreht er sich schön nach oben rauf. Zumindest hat er hier eine klare grüne Stundenkerze da nach oben gesetzt. Aber ja, ist auch nicht viel nach oben passiert. Ne? Das muss man auch sagen. Also 13.200 wäre da schon denkbar gewesen. Das kam noch nicht. Könnte man jetzt hier für den Freitag mitnehmen, könnte man nur sagen, okay, denkbar, dass er das jetzt zum Freitag macht, indem man jetzt einfach so sagt, okay, jetzt haben wir tagelang, 3 Tage lang das so gemacht, jetzt machen wir vielleicht nochmal wieder so. Ja, dass er vielleicht da nochmal dran läuft und dann da wieder zurück in die Richtung. Oben bleibt ansonsten das alles gleich, unten bleibt das alles gleich. Wie gesagt, brauchen einen Ausbruch. Die Marken sind die gleichen. 13.300, 13.30. Kleinen Fehlausbruch, vielleicht mit einplanen. Ansonsten unten unter der 13.960 geht ein bisschen Platz auf, bis hier in dem Bereich um 12.47. Aber auch da muss er erstmal hin. Zieht sich immer weiter zurück. Zusammen kündige ich hier ein bisschen Ausbruch an. Sollte der Ausbruch oben kommen, planen Sie ein, dass das bis 500 gehen kann. Auch unverändert. Alles unverändert. Tagesschart brauchen wir gar nicht angucken. Wir sind wie viel vom gestrigen Tagesschluss entfernt? 20 Punkte. Etwa auf dem Niveau, wo wir einen Vortagesklos gesetzt haben. Ist halt einfach Seitwärtsridge. So, und die setze ich jetzt erstmal so lange noch fort, bis die gebrochen wird. Und so lange sollte man die jetzt da auch noch respektieren und ehrenvoll ansprechen. Ja, deswegen wäre hier tatsächlich meine Erwartungshaltung, dass der jetzt einfach hier jetzt mal vielleicht nochmal oben die 250 sieht und sich dann gegebenenfalls schon wieder nach unten holt. Ja, soweit meine Gedanken dazu. Mehr brauchen wir nicht besprechen. Behalten Sie ein bisschen den Montag mit im Hinterkopf. Behalten Sie im Hinterkopf, dass da jetzt nochmal Medikamentenzulassungstermine anstehen. Also Impulse könnte der Markt durchaus bekommen. Die nächsten Tage, wahrscheinlich auch sehr punktuell. Und gucken Sie, was hier gewesen ist. Eine lange Kerze, der Rest zur Seite ist auch hier möglich. Ne? Also, ich sag mal, so eine 1-2-Stunden-Aktion bis hoch an die 500 und dann dort 3 Tage wieder zur Seite wäre jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich. Aber er muss irgendwo raus, er muss irgendwo anfangen. Deswegen schön aufpassen, dass er auch eintritt. Umkehrsignale abwarten. Nicht in die grünen Kerzen den Short rein, nicht in die roten Kerzen den Long rein. Ich denke, da ist man erstmal davor gefeilt, dass man hier in so einem Peak auf die Nase bekommt und dann sich hunderte Punkte woanders wiederfindet. Aber gut. Was soll man jetzt hier mehr Worte verlieren? Gibt nichts zu erzählen. DAX ist in seiner Range. Beachten Sie die. Ignorieren Sie das nicht. Das kann er noch wochenlang nach durchziehen. Also eine Woche kriegt er das locker nach hinten halt, ne? Dass er noch eine Woche seitwärts schiebt, bevor er dann auflöst. Das sollte man ihm zustehen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Freitag, Montag schon, also gerade wenn er so auftritt halt, ne? Wenn er sich so grün hochdreht. Ja, immer ein bisschen das Risiko oben im Blick behalten. Wenn er schön nach unten dreht, na klar, haben wir auch unten Chancen, aber gerade aus so einer Situation heraus ein Aufwärtsgap, das könnte schon Initiator genug sein, um da eben ein bisschen Punch reinzubringen, halt mal, dass er vielleicht doch mal einen Ausbruch probiert. Also da mal ein bisschen sensibel bleiben, trotzdem aber in dem Moment, wo er hier oben dann wieder runterdreht, in die Range rein, denken Sie daran, dass es Range ist. Das heißt, er kann auch wieder auf die andere Seite zurück und so weiter und so fort. Von der Bewegung flach runter, spricht es eher mehr für nochmal was oben ran, aber das ist nicht garantiert. Also wichtig ist, wo die Range aufgelöst wird. Na, und wenn er jetzt hier unten nochmal rankippt, das ist, sag mal, so eine 13.000, die fehlt mir hier unten irgendwie noch. Ja, und er beschleunigt das dann nach unten, dann geht das auch, macht aber 13.000 und dann steil nach oben, lange grüne Kerzen, dann kann sowas auch Schub genug werden, um zu bereinigen halt. Ne? Häufig sieht man, bevor der DAX sowas auflöst, dass er auf der Gegenseite immer nochmal rumstochert. Ne? Das sieht man sehr oft. Ja, also das könnte zum Beispiel sein, hier einmal 13.000 und dann oben raus. Das kann aber auch sein, hier einmal jetzt schön oben reinstechen, vielleicht sogar drüber stechen und dann lang unten raus. Muss man gucken. Na, aber wichtig, es muss erst ausbrechen, solange nicht ausbricht, seitwärts. Gut, soll es gewesen sein. Wie gesagt, brauchen wir nicht mehr Zeit verlieren als nötig. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag
Und dann schönes Wochenende schon mal. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.